Hey Leute, die Werbung ist vorbei. Es geht weiter mit der heutigen Ausgabe des Retro-Clubs. Wir hatten bis jetzt schon einige bunte Themen hier mit dabei. Über Final Fantasy 9 auf dem PC haben wir uns ausgelassen. Das werden wir bald noch weiterspielen. Den Game Boy Zero haben wir uns angeguckt. Ein Game Boy Handheld mit Emulator-Hardware im Eigenbau gewesen. Eines von vielen. Da werden wir vielleicht bei Zeiten auch nochmal auf sowas eingehen. Wir haben uns über Back in 95 ausgelassen. Das Retro-Survival-Horror-Game im PlayStation 1-Stil, was nächste Woche auf Steam rauskommen wird. Und ich bitte die Regie einmal vom Bild her zumindest umzuschalten auf den Schallplattenspieler, denn wir haben Geilomatico-Mucke gehört. Street Fighter 2 Soundtrack auf Schallplatte habe ich heute reinbekommen und wir werden gegen Ende der Sendung nochmal ein oder zwei Lieder spielen lassen, je nachdem, wie wir soundmäßig da weiterkommen. Was wir aber nochmal machen wollen, bevor wir die volle Breitseite Final Fantasy euch zeigen, in der Themenübersicht hatte ich von Belämmert und Bekloppt gesprochen. Könnt ihr euch noch an Frank Lämmermann erinnern? Viva, das Musikfernsehen in den 90ern, da musste man, wenn man auf Viva sein wollte, das Problem hatte ich zum Glück später nicht, weil denen war das egal, als ich auf Viva dann gewesen ist, da musstest du noch mal ein bisschen bekloppter und belämmerter sein. Es gibt keinen, der bekloppter und belämmerter war als Frank Lämmermann, der seine eigene Show, Talkshow will ich es nicht unbedingt nennen, obwohl da auch getalkt wurde, aber seine eigene Sendung hatte auf Viva und es ist ein Fundus an wunderbaren, wahnsinnigen Clips. Und wir werden in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder mal in die Chroniken von Frank Lämmermann dann reinschauen und wir fangen mal mit diesem Clip. Lämmermann! Ich bin krank! Ich brauche Medikamente! Apotheke! Medikamente! Komm mal mit! Medikamente! Medikamente! Ich brauche Medikamente! Medikamente! Ich brauche Medikamente! Ich brauche Medikamente! Es ist erstaunlich, wie Frank Lämmermann, Lämmermann, die YouTuber von heute schon vorausgesagt hat. Der Chat hat es auch, glaube ich, korrekt angemerkt. Mehr 90er als das geht nicht, oder? Ja, mehr 90er als das geht wirklich. Ja, wir werden ab und an mal wieder in die Chroniken reinschauen und sehen, für was man damals ja, bereit sein musste, um im Fernsehen zu landen. Wie bei den Frank Lämmermann Chronicles. Immer wenn ich Frank Lämmermann sage, wie hieß der Typ, der Assistent von Miss Musso bei Parker Lewis war? Hieß er nicht Frank Lämmer, oder? Der mit dem Zopf, der ihm mal geholfen hat? Der hieß auch Lämmer oder so, ne? Da muss ich immer merkwürdigerweise an den denken. Aber das geht so nicht. Lass uns mal wieder Final Fantasy widmen. Und ich habe schon gesagt, wir werden Final Fantasy 9 noch ein klein wenig weiterspielen auf dem PC. Aber natürlich gab es auch in der wunderbaren Welt der Werbung schöne Sachen über Final Fantasy, speziell aus dem japanischen Bereich. Und ich habe euch eine kleine Top 5 hier rausgesucht, der besten Final Fantasy Werbung. Lass uns einmal mit Platz 5 anfangen. Da ist ein guter alter Klassiker dabei, nämlich für das Famicom, für das japanische NES, eine Werbung über Final Fantasy 1 und 2. Und die finde ich durchaus authentisch geworden ist. あの勇者たちが今ニューファミコンに出会う。ニューファミコンでよみがえる伝説の物語攻略本付きファイナルファンタジー1-2一つになってアンコール発売。 Muss mal drüber nachdenken, kann ich die Leute von Square Enix vielleicht mal fragen, ob sie die Kostüme noch irgendwo in ihrem Fundus haben? Da kann man noch einiges mit anstellen. Hätten sie uns mal für die Final Fantasy Nacht die Dinger zur Verfügung stellen sollen, dann wäre es auch
visuell richtig, richtig schön geworden. Noch mehr, als es eigentlich war. Gehen wir rüber zu Platz Nummer 4 und ich hoffe, ich habe es mir hier richtig rum aufgeschrieben. Denn Final Fantasy IX spielen wir natürlich jetzt hier, aber es gab auch Werbung mit Final Fantasy IX. Und warum auch immer, hat man in Japan einen Werbevertrag eingegangen, also Square Enix oder Squaresoft, wie sie es damals waren, mit Coca-Cola, sodass sie dann und die anderen Figuren aus dem Spiel für Coca-Cola geworben haben. Ich hoffe, ich habe den richtigen angesagt. Hier ist Platz Nummer 4. Da möchte man doch gleich nippen vom süßen Nektar der Coca-Pflanze oder was auch immer in Coca-Cola drin ist. Zwar nicht annähernd so gut wie Raketenbrause, das ist jetzt rein persönliche Meinung, also kann man ja nochmal sagen in der Form, aber zumindest wenn Final Fantasy IX das empfiehlt, kann man ja eigentlich auch nichts dagegen sagen. Gehen wir mal auf Platz Nummer 3 und da ist nicht Final Fantasy 3 dabei, sondern Final Fantasy 4. Mehr muss ich nicht erklären, schaut es euch an. An so einer Werbung merkst du, ja, irgendwann musst du einfach gar nichts mehr aus dem Spiel zeigen, sondern es reicht ein Emu, der macht. Und da denke ich, Final Fantasy, alles klar. Take all my money. Das sind die Fuffis, die imaginären, die ich gerade hier durch den Club schmeiße. Mindestens Fuffis hätte ich dafür ausgegeben. Auf Platz Nummer 2 ist ein kleiner Werbespot aus Final Fantasy 12, aber nicht über das Spiel selbst, sondern über einen mit dem Spiel herausgekommenen Softdrink. Coca-Cola war es nicht diesmal, da haben sie selbst was gemacht, aber ich finde die Umsetzung ganz schick. Und deshalb hier auf Platz Nummer 2. Final Fantasy 12, Potion, 3. 7. 発売. Wenn ich das doch damals gehabt hätte, ich kann mich noch ganz klar erinnern, damals hatte der Saturn war das, der Saturn in Hamburg aufgemacht, vor vielen, vielen Jahren. Und da gab es als Eröffnungsangebot einen CD-Brenner für 299 D-Mark. Und da dachte ich, geil, der ist voll günstig. Ich bin hingegangen, es gab vom großen Stapel nur noch einen. Und da kam irgendwie so ein Hans-Peter und hatte mir vor der Nase weggeschnappt. Und ich habe den CD-Brenner nicht für günstiges Geld bekommen. Hätte ich das machen können? Da hätte ich den CD-Brenner gekriegt. Hätte ich das nur machen können. Platz Nummer 1 gehört ausnahmsweise keine japanischen Werbung, obwohl die eigentlich so abgedreht und qualitativ hochwertig sind. Aber die Amis haben tatsächlich mal was Gutes mit Final Fantasy gemacht und abgedrehtes, zumindest so abgedreht, dass es verdient auf Platz 1 gelandet ist. Für Final Fantasy 3, das Spiel, was wir als Final Fantasy 6 kennen, wurde ein bisschen in die Stop-Motion-Kiste gegriffen und auf die Casting-Couch geladen. Hier ist Platz Nummer 1. Okay, Kid, show me what you got. Yeah, right. Next. Yes. Next. Ooh, scary. Next. 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 Final Fantasy 3. Do you have what it takes? Final Fantasy 3 from Squaresoft. Next. Auch die Leute in Amerika haben sich gedacht, viel vom Spiel müssen wir nicht zeigen. Lass uns einfach reihenweise Monster weghauen. Ich fand es übrigens sehr schön, die Attention to Detail, wenn man so schön sagt, wie die Final Fantasy Bösewichte und natürlich der Moogle auch dargestellt wurden. Der ist ja übrigens jetzt hier bei uns gecastet, hier mit dabei. Wie er einfach mal Ultros weggehauen hat. Ultros und, wie ist nochmal der andere? Ultros und diese Nicht-Pushern, wie hieß er? Das große fliegende Ding, was gemeinsam mit Ultros unterwegs ist. Aber ihr wisst, wen ich meine. Den konnte man da auch sehen. Unter anderem. Schalten wir mal wieder aufs Ingame rüber und lassen uns ein klein wenig weiter in Final Fantasy IX auf dem PC dann reingehen, wo wir vor der Pause aufgehört haben. Wir hatten gerade das Theaterstück anfangen wollen und natürlich, es ist eigentlich eine Finte, um Prinzessin Garnet zu entführen, aber bis dahin müssen wir natürlich auch ein Theaterstück auflegen. Oder zumindest hier als Tantalus, die Gruppe, müssen wir so tun, als ob wir dieses Theaterstück dann vorführen.
und dann die richtige Gelegenheit finden. Schön richtig das Ding zu schnappen. Typhoon wird gerade im Chat gesagt. Hieß der Typhoon? Ah, ich weiß nicht mehr. Ich habe es doch 500 Mal durchgespielt. Aber ich muss es mal durch das. Ne, wisst ihr, dieses komische rosa Ding mit dem schrägen Maul, das durch die Luft flog, gemeinsam mit Ultros. Gegen das man angetreten ist, Chupon. Sowas. Ultros und Chupon. So, der war's. Spüre den Schmerz unseres Freundes vertausendfacht. Und natürlich auch auf der Bühne legen wir einen Schaukampf hin. Die Kämpfe hier übrigens, ihr könnt diese ganzen Sachen abschalten, dieser Flyby am Anfang und die Geschwindigkeit hochsetzen. Das war eines der Dinge, warum auf der PlayStation 1 es ein bisschen schwierig war, Final Fantasy 9 zu spielen. Bei der damaligen grafischen Qualität hattest du nämlich das Problem. Wir machen mal ein bisschen Magie. Mit Deo. So. Das Problem war, die Ladezeiten waren einigermaßen groß auf der PlayStation 1-Version, dass du, wenn du in einen Kampf gehen wolltest, und davon gab es einige, es waren ja Random Encounters, die dann gelaufen wurden oder gelaufen sind, mit dem Flyby, mit der Ladezeit, die davor ist, bis man das erste Mal eine Aktion machen kann, teilweise 30 bis 40 Sekunden. Und bei der Frequenz der Kämpfe, das war nicht so toll, muss man sagen. Ne? Also da musste man schon einiges an Geduld haben, dass man damit vernünftig auflegen kann. Hier natürlich über die PC-Version oder auch, wenn ihr die iOS-Fassung spielt, Ladezeit natürlich wesentlich kürzer. Und wenn ihr solche Sachen wie den Flyby am Anfang abschaltet, der ist ja nicht mehr dazu da, auf der PlayStation 1 war, denke ich mal, schätzungsweise dazu gedacht, dass man währenddessen auch noch weiter Level- und Animationsphasen oder sonst was laden kann. Ach, Magie ist nicht so gut beim König, ne? Da soll ich lieber mal schön draufhauen. Hier auf seine Gehilfen. Ah, weggezimmert, das ist gut. Machen wir auch einen König. Machen wir da auch mal drauf weiter. Aber das sind Sachen, die ihr updaten könnt. Und ja, das Level-Up-System, eigentlich ganz normal mit Erfahrungspunkten, aber es gab ein spezielles Ability-System hier. Haben wir auch in aller Ausführlichkeit euch während der langen Final Fantasy-Nacht erzählt. Hier ist das nämlich über Items gegangen. Je nachdem, was für Rüstung man sich angezogen hat. Die hatten Fähigkeiten, Zauber, Magien mit dabei, die man benutzen konnte, wenn man diese Ausrüstung anhat. Oder man konnte diese Ausrüstung lang genug anhaben und Ability Points verdienen, wenn man lang genug mit denen kämpft. Und irgendwann waren die ausgelernt und man hat die Fähigkeit behalten, selbst wenn man, was weiß ich, die metallene Unterhose abgelegt hat. Das könnt ihr hier mit der Version natürlich, ja, und der Schaukampf ist hier vorbei. In der Version könnt ihr natürlich auch es aufdrehen, dass ihr die Fähigkeiten sofort lernt, wenn ihr die Sachen anlegt, sodass ihr nicht mehr das aufwendige Aufladen machen müsst. Also versucht hier möglichst jeden Komfort zu gehen, der will. Ich glaube sogar, warte mal, ich probiere mal, mit L und R ging das hier irgendwie. Also irgendwie hatte ich auch gehört, dass man ja auch eine potenzielle Vorspulfunktion hat, wie es auf der PS4-Version von Final Fantasy 7 ist. Aber da muss ich nochmal die Sachen checken. Ist eigentlich immer noch ganz gut. Also jetzt, mir fällt auch nicht mehr so stark auf, dass die Hintergründe natürlich ein bisschen matschig aussehen. Drücke Start und die Schultertasten. Ah, so ist das. Aber warte mal, ich möchte das mal diesen Part machen, weil hier kommt gleich ein bisschen Schaukampf dazu. Also genau, ich muss die Anweisungen befolgen. A drücken. Ja. Ich drücke das falsche A die ganze Zeit. Ich bin blöd. Das kommt davon, wenn man nicht ans Xbox-Pad gewöhnt ist. Naja. Ich habe B gedrückt die ganze Zeit. Ich habe das Super Nintendo A gedrückt. Das war blöd. X. Oh Gott. Jetzt habe ich schon vergessen, wie die Knöpfe auf dem Xbox-Pad drauf sind. Aber dafür lege ich eine ganz gute Performance jetzt hin, ne? Das ist ja, oh, das ist ja voll aufregend. Das kann nur ich als Schauspieler so gut. Zack. Das war's, oder? Wir setzen das ein andermal fort. Habe ich es denn geschafft? Das kann man nämlich wiederholen. Von 100 Adligen, ach guck mal, Errungenschaft freigeschaltet, Zugabe. Immerhin 82 waren zufrieden. Das ging doch einigermaßen okay. Königin Brane schien jedoch nicht zufrieden zu sein. Wisst ihr was? Das ist mir relativ egal. Jetzt im Moment. Wir haben 600 Gil fast bekommen. Schönes Geld. Aber was ja einige haben im Chat dann natürlich das dann geschafft. Aber wir wollen uns natürlich die Prinzessin jetzt einverleiben. Das ist ja alles nur Schau. Und da, Galomatico, haben wir uns gleich mal ein bisschen Rüstungen geholt. Dieser Helm, den trage ich nicht. Ich habe viel zu coole Haare. Sieht ein bisschen aus wie
Nick Carter von den Backstreet Boys. Fand ich immer ein bisschen so merkwürdig. Der heißt Zidane. Wie Zinedine Zidane, aber mit Vornamen statt Nachnamen. Zidane Tribal, glaube ich, war der Name vom Hauptcharakter. Sehr ungewöhnlich. Ist doch gar nicht aus Frankreich. Der Zidane. Das geht doch hier nicht. Was? 1000 Gil mitnehmen bei 100? 10.000 Gil. Ach, man bekommt noch mal mehr Geld dann dazu, wenn man das auf 100% schafft. Aber ja, man könnte es ja noch mal mit der Zugabe probieren, wenn dann. Aber wir präsentieren das hier gerade im Moment. Ja, ich hatte es auch schon erwähnt, wenn ihr spielen wollt auf Steam, das müsste ungefähr um die 20 Euro kosten. Ist ein happiger Preis vergleichsweise, also vor allem, weil ihr die Nicht-Update-Version für knapp 10 Euro die originale PlayStation 1-Fassung im PSN bekommt, um es auf PS3 und Vita und der PSP zu spielen. Aber dafür habt ihr eben die ganzen inhaltlichen Updates hier nicht und diese Animationen ausschalten, diesen ganzen Schissel. So, lass mich mal probieren, Start drücken. Ach, guck mal. Ah, guck mal, da. Jetzt habe ich das Vorspulen angeschaltet. Alles klar. Und was passiert, wenn ich hier mache? Und das sind wahrscheinlich die Kämpfe, dass die automatisch laufen, irgendwie so ist. Also wenn ich Start und L und R drücke. So, ich, guck mal, ich habe jetzt mal die Vorspulfunktion gemacht und guck mal, wie speedig das geht. Oh. Okay, aber dadurch, dass ich so schnell laufe, verraffe ich immer, dass ich das mache. Also diese Funktion ist auch hier mit drin für die Leute, die in- und auswendig kennen, wie es funktioniert. So, dann lass uns mal hochgehen. Wer ist denn das? Hey, ziemlich ungewöhnliche Aufmachung. Wer kann denn das sein? Ich glaube, wir können alle schon ahnen, wer das Mädchen in der weißen Kutte ist. Ich lasse sie mal vorbei. Momentchen mal. Ich kenne dich doch. Haben wir uns nicht schon getroffen? Sexy Beast, du Mädel in der weißen Kutte. Der alte Kupferstecher hier. Sie dann. Sehr auch im Chat, interessant für Speedruns, diese Variante. Ja, das würde wirklich mal interessant sein, ob es tatsächlich so PS4 Speedruns bei Final Fantasy 7 oder eben hier PC-Version von Final Fantasy 9 Speedruns gibt. Man muss ja Final Fantasy 9, wenn man die geilste Waffe im Spiel haben will, ja relativ fix durchspielen. Es gibt da so ein Ding, so eine Funktion drin, dass man, ich glaube, es sind 12 Stunden, da muss man irgendwie fast bis kurz vor Ende des Spiels gekommen sein, weil da gibt es eine Truhe, die sonst auf einem Timer drauf ist. Und diese Truhe verschließt sich für immer und ewig, wenn man diesen Timer überspringt. Und deshalb muss man es irgendwie in 12 Stunden oder so, was eigentlich normalerweise eher 40 oder 50 dauert, bis dahin durchzocken. Es geht wahrscheinlich hier auch nochmal schneller. Es sei denn, die Zeit, die interne Zeit vergeht auch schneller, wenn ich jetzt auf Vorspulen stelle und auf einmal habe ich 60 Stunden Spielzeit, obwohl eigentlich nur 5 Minuten vergangen sind. Das passt natürlich nicht. Son und Son, die beiden Harlekine, die da herumjodeln und herummachen. So, mal gucken, ich glaube, man müsste gleich zu Steiner kommen. Warte mal, jetzt deren Gespräche spule ich mal vor. Haha. Guck mal, wie klug ich bin. Euer Majestät, die Prinzessin ist weg. Nein. Steiner und Beatrix, die Palastwache. Königin, die Prinzessin ist weg. Was ist denn los? Oh nein, ich bin eine dicke Königin. Bitte jagt sie. Beatrix und Steiner. Luso-Truppe, Kompanie angetreten. Ist ja keiner hier. Ah, aber da sind sie ja, die Nacke da ist. Schaut sie sich an. Ey, so kann man tatsächlich einen fetten Speed dran machen, oder? Warte mal, ich hab das. Jetzt habe ich es abgestellt. Es funktioniert jetzt ein bisschen besser. Das wäre ein Ultraspiel. Oh, und hier. Hier hat man also, ich glaube, das ist sogar die gleiche Stelle, die ich noch als Probespielstand geladen hatte in der PS1-Version, also die ich für die Final Fantasy-Nacht mitgebracht habe. Aber damit funktioniert es natürlich ganz gut. Ich glaube, wir haben aber eine ganz gute Stelle gefunden. Wir müssten eigentlich einen guten Eindruck gefunden haben, wie Final Fantasy 9 funktioniert. Ich lasse es mal hier auch kurz auf Pause stehen. Und wenn ihr noch Fragen dazu habt, ihr könnt ja gerne nochmal in die Kommentarfunktion bei YouTube nochmal reinschreiben. Oder wenn ihr Glück habt und ich bei der Wiederholung nochmal mit dabei bin und im Chat gerade unterwegs bin, da die Fragen stellen. Aber ja, ansonsten schaut es euch an. Auf Steam ist es, auf iOS in dieser Variante und eben auch auf PlayStation 3, PS Vita, PSP, da aber noch in der originalen PlayStation 1-Fassung. Nächste Kategorie, Synchro-Katastrophen. Habe ich ja gerne mal hier gemacht, wenn Spiele in den 80ern, in den 90ern, sogar in die 2000er rein, manche würden sagen auch heutzutage, aber wenn sie auf Deutsch übersetzt wurden, hat man nicht immer den besten Ton getroffen. Und es passiert durchaus auch, dass die Spiele, die das abbekommen haben, nicht unbedingt die besten Spiele. Es gibt Ausnahmen, sowas wie Metal Gear Solid 1.
da ist die deutsche Synchro grauenhaft. Aber das passt schon zum Comedy-Faktor dann dazu. Da wird ein komplett anderes Spiel raus. Das Spiel ist immer noch cool. Die Sache hier ist es, auf dem CDI von Philips, einer Konsole, die eigentlich keiner so richtig haben wollte. Aber da Nintendo mit Philips geschäftlich verbandelt war, ja klar, ihr kriegt die Zelda-Lizenz. Ihr könnt ja gerne Spiele selber draus machen. Ich nenne es, also Synchro-Katastrophen, das passt schon dazu, weil die Synchro ist nicht die allerbeste, aber ich finde, verglichen mit der Grafik, die dahinter steckt, da wird die Synchro fast noch besser, wenn wir ein besser aussehendes Spiel hätten. Ja? Dann würden wir wahrscheinlich mehr auf der Synchro rumhacken wollen. Deshalb würde ich sagen, das ist der schwächste Eintrag in der Form. Hey, die Synchro ist fast schon passabel, die wir hören, aber die Kombination mit der Optik macht es. Und deshalb ist es verdient, hier bei den Synchro-Katastrophen dabei. Schaut euch an, Zelda CDI, The Wand of Gamelon. Zelda, Herzog Onglet wird von Ganon und seiner Legion des Bösen angegriffen. Ich reise nach Gamelon und leiste ihm Hilfe. Aber Vater, wenn dir dabei etwas zustößt... Ich werde den Triforce des Mutes mitnehmen, der mich beschützt. Wenn du in einem Monat nichts von mir gehört hast, schicke Link. Impa? Sorge dich nicht. Der Triforce der Weisheit sagt voraus, dass der König sicher zurückkehren wird. Genug, mein Schiff läuft im Morgengrauen aus. Ich frage mich, was es heute zu essen gibt. Oh Mann, ich bin so hungrig, dass ich einen Octorok essen könnte. Ein Monat ist jetzt um und niemand hat etwas gehört. Ich bin sicher, er ist wohlauf. Ja, der olle Ganon ist kein Gegner für unseren König. Link, reise nach Gamelon und finde meinen Vater. Großartig! Ich kann es kaum erwarten, es ein paar Dodongos zu zeigen. Wach auf, Impa. Wir reisen nach Gamelon. Wie du willst, Zelda. Ich hole nur den Triforce der Weisheit. Es wirkt fast schon gut auf Deutsch, ne? Da haben auch einige im Chat hier dann reingeschrieben, in den anderen Versionen, dass es überhaupt übersetzt haben, für die Handvoll Leute, die ein CDI hier haben. Wirkst du wahrscheinlich besser als diese dabei, aber was mir den Rest gegeben hast, der olle Ganon. Ganon hat er gesagt, statt Ganon. Das Ganon so nicht. Das kann man eigentlich nicht machen. Irgendwann werde ich auch mal die CDI-Zeldas hier vorstellen, wenn es denn passt, wenn es denn eben geht, mit diesen fantastischen gemalten Paint-Grafiken im Hintergrund. Und da werden wir richtig, richtig Fun bei haben. So ist es dann nun mal. Eine Sache, wir haben noch ein paar Minuten hier über, aber die muss ich jetzt natürlich hier auch nochmal ansprechen und die ist leider ein bisschen trauriger. Ich habe es hier auch im Chat gesehen, dann über die Sendung hinaus, aber ich wollte es einmal kurz selber nachprüfen, weil man weiß ja nicht, was im Chat hier reingeschrieben wird, wenn es gerade aktuell hier losgeht. Aber anscheinend, nee, nicht anscheinend, gerade auch bestätigt, ich habe es nochmal gesehen, Prince ist gestorben. Der Musiker, der Sänger und Alter, das ist eine krasse Sache. Was für ein Jahr 2016, ne? Ein großer Musiker nach dem anderen, ein großer Schauspieler nach dem anderen. Was haben wir für Leute alle verloren? Alan Rickman, bald nicht mehr unter uns, David Bowie und jetzt Prince. Holy shit. Da, ey. Also danke, Regie, dass ihr da nochmal fix seid, weil ich kann hier leider nicht kurzzeitig mit dem Computer hier noch was rausholen. Vielleicht kann ich nächste Woche so ein kleines Mini-Tribut für Prince nochmal vorbereiten, wenn es nicht schon in anderen Formaten hier gemacht wird, aber das passt hier auch ganz gut. Es gab ja immer so ein bisschen so die Konkurrenz Situation, auch wenn es nie wirklich eine richtige Konkurrenz war zwischen Prince und Michael Jackson. Und ich war eigentlich immer im Michael-Jackson-Lager, weil ich habe alle Michael-Jackson-Songs auswendig gekonnt, nur ich konnte kein Englisch. War aber nicht wichtig in der damaligen Zeit. Aber Prince, das war wirklich ein Genie, ein Genius. Ein Genie an der Gitarre, an allen möglichen Instrumenten, wo er dran gesessen hat. Und anscheinend, so ein Todesgrund wurde jetzt hier nicht genannt. Er ist wohl wegen irgendeiner Erkältung offiziell von der Woche irgendwie ins Krankenhaus gekommen. 57 ist er geworden. Ah Mann, Purple Rain, Cream, ja, diese ganzen schönen Sachen. Und da gibt's so eine geile Performance. Was war das? Wenn The Guitar Gently Weeps, zusammen mit Tom Petty und ein paar anderen Musikern, wo er richtig, das war, an der Gitarre war der richtig Hammer. Der Prince. Das ist wirklich krass. Ja, ich werde versuchen, da nochmal in der nächsten Woche vielleicht was Kleines nochmal auf die Beine zu stellen. Das war leider jetzt ein bisschen kurzfristig, sodass ich nicht das ganze Programm hier umschmeißen kann. Ich habe es auch gerade eben erst während der Sendung erfahren, aber ich versuche in der nächsten Woche ein bisschen was da zu haben. Aber in der Hinsicht kann ich auch einfach nur sagen, Prince, Ruhe in Frieden und danke für alles. Musikalisch konnte dir keiner das Wasser reichen. Und es wird schwer, überhaupt ansatzweise in deine Fußstapfen zu treten.
Gut, damit wir nicht auf so einer traurigen Note dann enden und dann wieder ein bisschen Fun in übertragenen Sinne dann haben können. Lass uns einmal aussteigen, wie wir aufgehört haben. Und wir haben 2-3 Minuten noch Zeit. Ich würde gerne wieder auf den Plattenspieler verweisen. Da können wir auch mal von dem Bild her drauf gehen. Ich schmeiß den gleich an. Wir hören noch mal ein bisschen schöne Musik aus Street Fighter 2 Tagen, frisch von der Platte, wenn wir hier schon den schönen Schallplattenspieler, den alten, aufgebaut haben. Ich drehe es ein bisschen lauter. Lasst es uns genießen für 1-2 Minuten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und seid beim nächsten Mal wieder dabei.